Stefan, im nächsten Leben wirst du ein Fisch, ne? Der kann jedenfalls nicht hinfallen. Ja, und das Wechseltheater, Bayern, Harry Kane, das ist so ein bisschen wie Grillen in diesem Sommer. Du brauchst deutlich mehr Kohle und am Ende ist nichts durch. Was machen die eigentlich, wenn der Kane nicht kommt? Holen die den Lewandowski zurück? Ach nee, das ging ja nicht, weil der wollte zu viel Geld. Stell mir vor, was ein Sturm. Kane und Lewandowski. Da sagen jetzt viele natürlich, ja, das passt überhaupt nicht, Uwe. Die werden sich ja nur auf den Füßen rumgestanden. Guck mal, bei Bruce Lee und David Guetta, da sagst du jetzt auch, hä? Bruce Lee und David Guetta? Ja, ist eines der bekanntesten Gerichte erstanden. Ja, Bruce Guetta. Hermann, du hast auch bis vor kurzem gedacht, ne? Du hast Sommersprossen. Dabei ist es Bratensoße! Ja, und unsere DFB-Mädels, die müssen am Donnerstag aufpassen, dass sie sich nicht dem aktuellen Wetter anpassen und von Südkorea nass gemacht werden, ne? Wobei, momentan scheint ja die Sonne. Südkorea, klingelt bei euch da noch was? WM der Herren 2018. Letztes Vorrundenspiel. Mädels, Mann, ihr packt das. Auf dem Feld nicht spielen wie so nervöse Orangen, sonst haben wir auf dem Platz 11 Zappelsin. Denn nur, weil man auf dem Fahrradsattel die Pelle von der Orange schmeißt, wird daraus noch lange kein Schalensitz. Und geht dann in die Hose mit den DFB-Mädels. Was macht dann die Trainerin Martina Voss-Tecklenburg vor der Abreise, wenn sie in der Kabine die Mädels alle nochmal schminken? Sagt die bestimmt, so Mädels, Stifte weg, Zeit zur Abgabe. Andi, so wie du dich hier anschallst auf dem Platz, schneidest du deine Tomaten auch mit dem Kamm, ne? Ja, Mann, dich nehme ich demnächst mit zum Tierarzt, weil der fragt jedes Mal, na, wie läuft's denn mit Fressen und Saufen? Ja, und in der zweiten Liga haben HSV und Schalke zum Saisonstart die Latte für die anderen Vereine ein bisschen zu hoch. 5-3, ey. Ein Hase geht doch auch nicht in ein Restaurant und bestellt einen Jägerschnitzel. Mach's doch einfach wie die Hertha, ne? Einfach da weiter, wo du in der ersten Liga aufgehört hast. Und jetzt kommt ins Olympiastadion der Verein, den alle hessischen Frauen rufen, wenn sie schwanger sind und in die Landeshauptstadt ins Krankenhaus müssen. Wen? Wiesbaden? Ah, ja, das Abenteuer. Max Kruse und der SC Paderborn ist gleich mal mit dem souveränen 0-5 gegen Greuther Fürth gestartet. Der Schleudergang in der zweiten Liga hat gleich mal losgelegt, der erste. Den zweiten hat der Kruse nämlich nicht angekriegt. Der weiß nicht, wie eine Waschmaschine geht. Woher ich das weiß, hat er gepostet. Der grillt bestimmt auch mit der Gefriertruhe. Ganz ehrlich, ja, ich weiß nicht, wie das angeht. Alter, ey. Demnächst kommt dann bei Max Kruse auf den Kanal, ne? Wenn er seine Waschmaschine dann mal angekriegt hat, ne? Die Ziehung der Sockenzahlen. Hermann! Bei dir sehe ich deutlich, ne? Ein Apfelstrudel ist auch gefährlich für Nichtschwimmer. 28.728 Mannschaften. 1.843 Wettbewerbe. Das alles hat man genommen, um rauszufinden, wer ist die schlechteste Fußballmannschaft Deutschlands. Und jetzt steht's fest. Die Jungs von Hansi Flick vor Hertha BSC Berlin. Spaß. Wir gehen nach Berlin in die Bezirksliga 1. Da hat ein Team 30 Spiele gemacht, 30 Spiele verloren. Das Torverhältnis 13:241. Da sahen sie beim Eishockey Hut ab. Und am Ende minus 3 Punkte, weil einmal nicht angetreten. Ja. Ja, Glückwunsch und Kopf hoch, ne? Wartenberger SV. Jungs, aber bedenkt immer, meine Mannschaft, die wird ja gar nicht... Christian! Die wird gar nicht mit berücksichtigt, ne? Wir spielen so scheiße bei uns, dass ich mir vor jedem Spiel auf die Innenseite der Hand mit dem schwarzen Edding eine Fliege drauf male, nur dass ich bei der Kabinenansprache sagen kann, Andi, halt mal kurz still, da auf deiner Wange, da ist sie. Hab sie. Kevin! Boah, der ist so hohl, fragt er mich, Trainer, auf meinen Socken steht 39 bis 42. Darf ich die denn noch anziehen, weil ich werde ja diese Woche 43. Hermann, du hast auf... Andi, so wie die... Ja, muss ich nochmal... Fängt gut an, 3 Sätze konnte ich mir merken von 10. Das ist doch super. Und denkt immer dran. Nur. Nee, nochmal. Und denkt immer dran. Nur, weil... Ja. Und denkt immer dran. Aus dem Fahrradsattel. Ne? Nee. Kommt der nächste Satz. Wieder. Heute machen wir Satz für Satz. 28.728 Mannschaften aus 1.384. Ne, machen wir direkt durch mit den Zahlen, das funktioniert. 28.743 Wettbewerbe, 1.400. Ach komm, hack doch die Kacke. Ich mach das anders. Knapp 30.000 Mannschaften.
Glückwunsch an den Wartenberger SV und Kopf hoch, Männer. Unsere Mannschaft, Borussia Glückauf 07, die taucht in der Statistik gar nicht. Statistisch. Heute ist aber der Verein, den alle hessischen Frauen rufen, wenn sie schwanger sind und in die Landeshauptstadt ins Krankenhaus müssen. Wen? Wiesbaden. Ich komme mal in den Knast, ey.